Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ad Infinitum. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Verzweiflung, ja. Ich war letztes Mal auch ein wenig verzweifelt, als ich diesen Monstern da ausweichen musste, aber ja. Wir nehmen es einfach mal so hin. Ist ein bisschen laut. Auf meiner Seite zumindest. Sind in einem Sumpfgebiet angekommen, so wie es aussieht. Er wird es weit bringen. Das hat Vater immer gesagt. Es war sein letzter Wunsch. Aber er ist nicht mehr hier. Dieses Haus hat er nur für sich gebaut. Lichterfelde. Er wollte schon immer, dass Johannes in die Kadettenanstalt geht. Und jetzt Paul. Ich sollte ihm Soldaten gebären. Oder? Johannes hätte gut daran getan. Du hast doch selbst gesehen, was deine Erziehung aus ihm gemacht hat. Eine Schande ist das. Ja, das waren keine schönen Zeiten. Zumindest aus heutiger Sicht gesehen. Aber auch, vielleicht aus zukünftiger Sicht sind die heutigen Zeiten auch nicht schön. Was heißt aus zukünftigen Zeiten? Ich glaube, viele würden damit argumentieren, dass auch aus heutigen Zeiten die heutigen Zeiten nicht schön sind. Aber ja, Menschen streben nach Idealen. Auf verschiedene Weise. Und wenn ein Ideal nicht erreicht ist, was es selten ist, ist es niemals schön. Morphium? Wir sollten Morphium suchen für diesen einen Typen. Nimm am besten ein bisschen mehr mit. Sanitätsdepot, Morphium, ja. 0,02%. Holy shit! Ich sag ja lieber. Never mind! Du bist doch freundlich, oder? Ja, du siehst. Okay, never mind. Ich lass dich in Ruhe. Einfach nicht umdrehen. Ich will hier nur weg. La 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 la. Schön über die Holzplanken laufen. Warum sollte ich hier was axen? Lauf einfach. Einfach drunter herducken und weiterlaufen. Wo laufen wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Wo kommen wir überhaupt her? Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist zu lange her. Send help! Ich verlange Luftverstärkung. Schick die Flugzeuge! Guten Morgen! Mit Sicherheit? Ich bin wieder dein Vater! Da sprichst nicht du! Du bist gar nicht mehr da! Ein Unsinn! Vater hatte recht! Du hast mir einen Sohn verzogen mit deiner Hysterie! Zweiten wirst du nicht verderben! Du bist gar nicht da! Wenn der Paul weg ist, bin ich ganz allein in diesem Haus! Falsche Richtung. Ich hab mich im Haus geirrt, tut mir leid. Nee! Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich geh doch schon. Ich kann nicht mehr rennen. Send help. Help! Nein! Das ist direkt hinter mir. Nee, falsche Richtung. Schön da durch. Hier kommst du nicht durch, oder? Gedicht Verzweiflung. Ja, ich bin auch gerade am Verzweifeln.
Verzweiflung, du kommst immer wieder, wie die Nacht, nimmst mir alles, Haar und Zahn und Fleisch. Hättest du mir etwas Mut gelassen, hätte ich mich umgebracht. Ja, das war der Bruder. Der wurde wahrscheinlich auch von dem Vieh verfolgt. Ich hau einfach das Ding... Ja, genau so. Haben wir jetzt etwas Ruhe? Bitte? Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt ein Morphium-Ding oder ist, also hatten wir uns vorher eins rausgenommen? Oder ist das zusammen mit allem da reingefallen? Dann erschuf sie in Uneden den toten Garten Gehenna. Okay. Gehenna, da muss ich wieder an The Talos Principle denken. Aber das hat ja auch alles was sehr Christliches an sich. Neben der ganzen Philosophie, die ja im Vordergrund stand. Ich weiß wirklich nicht, warum wir diese Bretter kaputt hauen sollten. Wenn wir uns auch einfach drunter herducken können, dann ist das wenigstens ein Hindernis für das Monster. In den toten Garten setzte sie den Menschen, den sie geformt hatte. Warum sie? Gehen wir hier etwa von der Theorie aus, dass Gott eine Frau ist? Das hier müssen wir allerdings zerhauen. Da kommen wir, ja gut, würden wahrscheinlich trotzdem drunter herkommen, aber wir kommen da nicht drunter her. Wir sind zu faul und so weit runter zu ducken. Sie ließ aus den nassen Schlamm in der Mitte des Gartens den Baum des Unlebens wachsen. Den Baum des Bösen. Warum alles mit Un abgekürzt? Ist hier irgendwas versteckt? Können wir hier lang? Nein. Hier auch nicht, ne? Na, nicht wirklich. Keine Easter Eggs, keine Geheimnisse. Ja. Ich weiß nicht, warum die Musik auf einmal so fröhlich ist, so als hätten wir gerade irgendeine großartige Tat vollbracht. Ich meine, wir haben überlebt, aber... Solange der Baum des Unlebens steht, steht auch sie und gebietet ewiges Leid in dieser Welt. Okay, dann sollten wir den vielleicht fällen. Was ist denn der Baum des Unlebens? Ist einfach der Tod? In diesem Bereich wird dein Handeln Konsequenzen haben. Ja, danke dafür. Kinderzeichnung. Die schöne Musik macht Mama glücklich. Wir müssen mal ein bisschen die Musik leiser stellen, weil die etwas das restliche Audio übertönt, auch wenn die Musik sehr schön gerade ist. Aber wenn man die Synchro hier nicht mehr verstehen kann, ist das ja auch nicht so schön. Ja, komm. Ich meine, sie redet jetzt auch ein bisschen leise. In dem anderen haben sie gerade ein bisschen lauter gesprochen, aber ja. Oh, mein Handeln hat Konsequenzen. Inwiefern? Kann ich sterben? Sollte ich diesen Knopf drücken? Du bist nicht sicher, wie das funktioniert. Ja. Es ist ein Knopf. Es ist ein Knopf. Man kann ihn drücken. Ich weiß auch nicht, was hier sonst funktioniert, aber... Oh, Jesus! Lass mich doch bitte in Ruhe. Okay. Warum hat es mich nicht weiter verfolgt?
weiß nicht, ob ich hier die Musik anmachen sollte. Warum haben wir auch zwei? Lauf! Renn! What the fuck? Was ist mein Plan hier? Warum haben wir immer zwei von denen hier? Was soll das? Eis und Feuer, grün und blau, rot, grün, blau, ich weiß es nicht. Was ist mein Plan? Jetzt verstehe ich mit, du bist nicht sicher, wie das funktioniert. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie hier irgendwas funktioniert. Lauf doch! Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf. Ei. Nee. Hier konnte ich nur eins auswählen. Muss ich jetzt zurück? Ich weiß nicht, was hier der Plan ist. Ich will da nicht nochmal durch. Kletter hier über die Rohre. Lauf, 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 lauf. Das Vieh noch da? Ich muss diesen Baum anscheinend fällen. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Fäll diesen Baum. Hau drauf! Hau drauf! Hau aufs Herz! Mach's kaputt! Mach's einfach kaputt! Mach's einfach kaputt! Nach allem, was wir gehört haben, ist das der Baum, der alles Leid auf die Welt bringt. Den kann man ruhig kaputt hauen. Auch wenn's einem die Frisur und das Gesicht versaut. Oh. Haben wir es geschafft? Oh, mir gefällt das nicht, dass ich es noch höre. Was zur Hölle geht da ab? Brauchst du Hilfe?
Ja, ne? Können wir den Knopf nochmal drücken? Nö. Dann auf Wiedersehen. Immer schön drauf ins Herz. Ich frage mich, ob man ein anderes Ergebnis erzielt hätte, wenn man die grünen Lampen zum Leuchten gebracht hätte, aber beim letzten hatten wir ja keins. Also es hieß ja, unser Handeln hat hier Konsequenzen. Aber ja, I don't know. Herz? Ophäa, das kranke Herz der Schmerzensmutter. Okay, nehmen wir mal mit. Kapitel 2, Verderbnis. Ist die Schmerzensmutter aber jetzt nicht tot? Haben wir dadurch nicht irgendwie den Antagonisten getötet oder kriegen wir einen neuen? Guten Morgen! Übrigens gewusst, dass das Kapitel noch so kurz geht. Hätte ich das letzte Mal auch noch zu Ende gespielt, aber naja. Das kann man ja vorher nicht wissen. Irgendwas verändert sich hier irgendwas? Nicht wirklich, ne? Der Dolch ist weg. Warum ist der Dolch weg? Ich bin da. Das war alles nur ein Albtraum. Komm rüber zu mir, wenn du magst. Die Schnur ist nicht gespannt, das kann gar nicht funktionieren, wenn die Schnur nicht gespannt ist. Ist hier sonst noch irgendwas? Diese Figur kann man hier auch nicht mehr angucken. Ein Geschenk des großen Generals. Lieber Paule, wie lebt es sich nun in der Kadettenanstalt gleich ums Eck? Hältst du dich gut und gerade? Dann kannst du ja jetzt sicher schon auf die Welt hinunterschauen wie der Herr Papa. Aber es gibt Dinge, die er von dort oben nicht gesehen hat. Es gibt keine Worte für die furchtbaren Dinge, die wir hier sehen. Schreib mir bitte einmal. Dein Bruder. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Aber ich würde einfach mal sagen, nicht, weil die beiden ja auch noch abgeschlossen sind. Hier ist sonst auch nichts drin, oder? Nee. Tja, ne? Hallo? Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Wandern wir jetzt wieder blind durchs Haus? Oder kriegen wir einen Hinweis darauf, wo irgendetwas ist? Ich meine, irgendwas hört man ganz offensichtlich. Was ist das denn hier? Ein Ehering, du fragst dich, was er hier macht. Ja, wir gehen mal dem Geräusch auf den Grund. Ich glaube, das kommt von unten, so wie sich das anhört. Hello? Jemand da? Mutter? Mutter, bist du wieder indisponiert? Habe ich dich gerade mit der Axt zusammengehauen? War das alles nur eine Wahnvorstellung? Und eigentlich habe ich gerade Mord begangen? Irgendwie bin ich mir nicht mehr sicher, ob das Geräusch von hier unten kommt. Ich muss mit ihr reden. So kann es nicht weitergehen. Alle Türen in diesem Haus sind abgeschlossen. Wie soll man sich nur fortbewegen?
Das Fenster ist verbarrikadiert. Das war das letzte Mal noch nicht. Will Vater dich etwa aussperren? Oder weiß er schon, dass du im Haus bist? Das heißt... Dich kriege ich! Nein, tust du nicht! Ja, habt ihr es bald mit dem Lachen und Rennen? Nein! Nein! Ein Soldat stirbt. Wird getroffen. Mann, ich habe irgendwie so ein Haar von meinem Bart, das die ganze Zeit in meine Nase dran will. Ich weiß auch nicht. Das stört. Okay, den hatten wir schon. Den wahrscheinlich dann auch, oder? Ja. Gott mit uns. As we all stand united. Telefon. War das hier oben? Ja, da ist es. War das schon letztes Mal auch hier oben? Okay. Du listest gerade alle auf, die gefallen sind. Aber warum am Telefon? Hast du dich verwählt? Ist gerade ein bisschen awkward. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Wir sind immerhin schon bei K. Ich meine, die Liste kann nicht unendlich lange gehen. Wir haben jetzt schon ungefähr die Hälfte. Nee. Nee, das war vertauscht. Unser Name wurde nicht genannt. Obwohl in dem Brief da unten stand beide. Okay. Danke für dieses Telefonat. Aber hier konnten wir letztes Mal noch nicht rein. Otto von Bismarck. Ich hab vergessen, wie dieses Gemälde heißt, aber das ist ein ganz bekanntes. Ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, nicht die Krönung, oder? Das ist die Krönung von Wilhelm. I don't know. Hello? Ja, das sind neue Zimmer. Haben wir hier draußen noch irgendwas? Hier sind Sachen abgedeckt. Warum? Warum quietschen hier immer Türen? Hallo Vater! Da ist tatsächlich jemand. Ich gucke mich vorher hier oben ein bisschen um. Okay. Ein Grund, so dramatisch zu sein hier. Reiterdegen. Ein simpler Reiterdegen. Inschrift meinem Sohne, wenn er reiten kann. General Lothar von Schmidt. Den Brief können wir auch lesen. Sohn, du hast ihn dir nie verdient. Okay. Rude. Vaters Wirtschaftsbuch. Verbleibender Geldbesitz 62 Mark. Das ist, glaube ich, für so ein Haus nicht viel. Aber es ist jetzt auch nicht gerade so, das ist so, als würden wir sagen, wir haben jetzt noch 2000 Euro auf dem Konto. Also wenn keine Mieten oder sonst was bezahlt werden müssen, ist es noch in Ordnung. Man kommt wahrscheinlich nächsten Monat ja auch mehr, aber wir wissen ja, dass die Familie hier auch pleite ist. Brief, Kampfmittel. 18. September 1914. Herr Generaldirektor von Schmidt, wie Sie wissen, ist es uns nie gelungen, eine Methodik zur Behandlung Ihrer infantilen Paralyse zu entwickeln. Jedoch können wir dank dieser Forschung einen anderen Durchbruch vermelden. Nunmehr tritt die Poliomyelitis acuta anterior weltweit als Infektionskrankheit auf, was uns veranlasst, diese und ähnliche Erreger als Kampfmittel für den Kriegseinsatz zu empfehlen. Auf Ihr Geheiß hin werde ich das Kriegsministerium
dahingehend kontaktieren und um Forschungsmittel bitten, die, wie Sie wissen, wir dringend benötigen. Grubert, stellvertretender Direktor. Farmfabriken Karl von Schmidt und Co. Berlin. Vater, ich bin zu Hause. Ist alles abgeschlossen. Alpha. Lass mich raten, jetzt ist er weg. Natürlich. Okay, gucken wir erstmal uns da unten um. Vater! Aua! Vater! Wo bist du hin? Hast du dich im Bären versteckt? Dein Bruder hat dir als Kind erzählt, dies sei der Berliner Bär. Du hast ihm geglaubt. Der eine. Da ist er. Der Berliner Bär. Was ist das? Licht? Benötige einen Schlüssel. Wofür? Postkarte, Trophäen. General von Schmidt, wir erlauben uns die Übersendung einiger Trophäen, die Ihnen bei Ihrer Genesung vom Tropenfieber während des sicheren, ungewohnten Berliner Winters helfen sollen. Neben den Elefantenstoßszenen, die für sich selbst sprechen sollten, schicken wir einen Fetisch aus dem westlichen Afrika. Ihr persönlicher Träger, mit dem Sie immer viel herumgescherzt haben, hat ihn uns für Sie gegeben. Sein Stamm glaubt, er würde Ihnen Kraft geben und Gesundheit. Primitiver Aberglaube sicher, aber Sie sehen, der ganze afrikanische Kontinent steht hinter Ihnen. In Hochachtung, Leutnant von Graubach. Windhoek, 3. Februar 1908. Nett. Eine seltsame Figur. Was haben wir hier? Zeitungsartikel? Artikel über den General. Friede in Deutsch-Südwestafrika. General von Schmidts zweiter Sieg in den deutschen Kolonien. Nach seinen Niederschlagungen des Boxeraufstands in China hat es General von Schmidt mit den Hottentotten aufgenommen. Nun kehrt auch in Afrika wieder Ruhe und Ordnung ein. Kritische Stimmen aus der preußischen Heimat bezeichneten das Vorgehen als unnötig hart. Dennoch herrscht Erleichterung über... Rest fehlt. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen deutschen Kaisers, Lothar von Schmidt. Windhoek, 1. Oktober 1904. Jo. Gut zu wissen. Du hättest uns sehen sollen. Wir waren eins mit unseren Pferden. Eine wahre Streitmacht. Vor Paris standen wir. Vor Paris. Wir hätten alles haben können. Alles. Ja, das ist, ich glaube, unter anderem, warum Krieg damals so verherrlicht worden ist, ist, weil viele Länder gegen, sag ich mal, zu der Zeit primitive Stämme und andere Länder vorgegangen sind. Und diese mehr zivilisierten Länder hatten natürlich eine stärkere Streitmacht und haben die primitiven im Endeffekt abgeschlachtet. Da gab es keine großen Verluste, da gab es nicht viel hin und her. Natürlich sind ein paar auf beiden, also auch auf der zivilisierten Seite gestorben. Aber ja, wie gesagt, es war nicht so... Da konnte man sich eher drüber freuen über einen Sieg, weil halt nicht viel passiert ist. Und dann kam es zum Ersten Weltkrieg, wo alle zivilisierten Nationen gegeneinander gekämpft haben. Und dann hat man überhaupt gemerkt, was Krieg überhaupt auslöst, wenn man mal nicht auf der Siegerseite steht. Also... Im Ersten Weltkrieg hat keiner gewonnen. Das will ich damit sagen. Das ist so, natürlich wurde Deutschland besiegt. Aber die Alliierten auch im Zweiten Weltkrieg haben so viele Verluste hingenommen, dass man das kaum als Sieg gelten kann.
Es war mehr eine Lehre, die die Leute daraus ziehen konnten. 1917. Mein Sohn ist befördert worden. Mein Vater wäre stolz auf ihn. Und ich? Magdalena hat mich danach bekniet. Und so habe ich meine Verbindungen in die Heeresleitung genutzt, damit Johannes auf ihn Acht geben kann. Wirklich ein Unsinn. Ausgerechnet der Feigling der Familie. Hat mich ihre weibische Hysterie angesteckt? Sei es drum. Wenn der Sieg erst einmal da ist, wird es uns allen besser gehen. Und ich werde meinen Teil tun. Okay. Was haben wir hier? Noch ein Bild, das gemalt worden ist. Schreibübungen aus Kindertagen. Mein Großvater ist Lothar von Schmidt. Er ist ein großer General. Mein Vater ist Karl von Schmidt. Er hat eine Fabrik. Er schreibt viel. Wenn ich groß bin, will ich werden wie mein Großvater. Paul, 7 Jahre alt. Ja. Weil der Großvater der Stolz der Familie ist. Sigmar. Sei irgendwas drin oder warum machen wir das hier auf? Da oben. Irgendein Buch deines Vaters. Das bringt dich nicht weiter. Ich sehe das nicht mal von hier. Geht auf! Meine Güte. Ziehen! Hier irgendwas? Vitrinenschlüssel. Der kleine Vitrinenschlüssel war in einem Tagebuch versteckt. 10. Okay. August 1917. Ich habe sie. Die Formel, die uns zum Sieg verhelfen wird. Eine Säure, die gegnerische Panzerwaffen zersetzen kann. Der Panzerfresser. Eisen und Stahl haben dieser Säure nichts entgegenzusetzen. Eine Waffe noch effektiver als unsere neuen Maskenbrecher-Kampfmittel. Die Formel liegt sicher im Tresor. Geschützt von dem Andenken an meinen Herrn Vater. Ja, das konnten die Deutschen immer gut, irgendwelche Sachen entwickeln, irgendwelche Chemikalien, die man im Krieg einsetzen konnte. Da waren wir immer Profis drin. Lag aber auch irgendwie daran, dass wir viele Wissenschaftler hatten, die an Kriegstaktiken interessiert waren. Du glaubst nicht, dass dieses Buch dir weiterhilft? Ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch irgendein Buch weiterhilft. Aber ich guck einfach mal. Irgendein Buch deines Vaters, das bringt dich nicht weiter. Ja, das ist schön. Ich gehe mal davon aus, ich habe nach diesem Schlüssel in den Büchern gesucht, aber... Ja. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hallo? Okay. 10. Oktober 1917. Es ist alles vorbei. Alles. Das war eher, als die Kinder gestorben sind, oder? Ich will das Datum einmal kurz abgleichen, weil... Im Ernst? Ja, machen wir das später. Ich meine, das ist, als sie auch den Brief bekommen haben, dass die Kinder gestorben sind, die Söhne. 28. Dezember 1916. Magdalena und ich wechseln kaum ein Wort. Ist es das Quecksilber? Nein, in ganz Berlin ist es still geworden. Alle leiden Hunger. Doch wenigstens habe ich Ruhe bei der Arbeit mit den Versuchstieren. Ich will meinen Beitrag zum Siege leisten. Ein Kampfmittel, das die Filter feindlicher Masken durchdringen wird. Dampfgas. Wäre cool, wenn das, wenn sie da wirklich Bezug auf die Familie von... Wer war das denn? Bosch und... Wer war der andere... Aber, glaube ich. Aber müsste es gewesen sein.
Haber und Bosch. Urne. Katharina von Schmidt, 1842 bis 1859. Die ist nur 17 Jahre alt geworden. Wer war das denn? War das meine Großmutter? War das eine Großtante? I don't know. Katharina von Schmidt, 1858. Deine Großmutter. Sie starb für ihren Sohn. Möge er beweisen, dass er es wert ist. Holy shit, ey. Ja, gut, damals hat man aber so früh geheiratet und Kinder bekommen. Das war auch normal. Damals war die Sterberate bei Geburten auch etwas höher, aufgrund von fehlenden medizinischen Mitteln. Pfeife, sie ist warm. Der schwere, würzige Duft von Vaters Pfeifenrauch hängt immer noch in der Luft. Also war er tatsächlich hier und ist dann einfach nur abgehauen, als ich gekommen bin. Ein Penner. Reitersäbel, ein alter Reitersäbel, eine Gravur. Hier steht General Lothar von Schmidt. Urne, General Lothar von Schmidt, 1840 bis 1908. Ja, er war nicht viel älter als sie hier. Also war das irgendwie 42 oder so, war sie geboren, ne? Stand hier drauf, ja. Sag ich ja. Die haben halt einfach generell Jungen geheiratet und Kinder bekommen. Götter sind wir. Aber das Feuer. Das Feuer. Weltenbrand. Der Tod. Der Götter, unser Tod. Zur Hölle. Was hast du für Wahnvorstellungen? I don't know what to do here. Er wechselt auf einmal zu Englisch. Wie ich manchmal auch. ja, wir brauchen dieses Horn, oder? Ja, du kannst es auch öffnen. Horn einer Gazelle. Ja, das können wir an die Gazelle auch dranpacken. Und was haben wir hier? 26. August 1916. Steht gar nichts drin. Ich hatte einen seltsamen Traum. Wie damals habe ich Vater zu meinem 32. Geburtstag in Afrika besucht. Wie damals habe ich die Gazelle geschossen. Ich weiß noch, wie anerkennend Vater damals genickt hat. Meine erste und einzige weite Reise. In meinem Traum aber war ich plötzlich wieder Kind. Mein Bein war nicht steif und krank. Endlich konnte ich mit Vater reiten. Wir sind quer über die ganze Welt geritten. Von Afrika bis China, bis nach Amerika. Er war stolz auf mich. Wie oft erzählte er mir, dass Mann und Pferd im Kampfe zu einer Einheit verschmelzen müssen. Doch ich konnte nie mit Vater reiten. Nie konnte ich es lernen. Ich weiß, was für eine Enttäuschung ich für ihn war. Schon seit meiner Geburt. Wenn ich selbst nur an die Front ziehen könnte. Doch das verfluchte Bein will nicht. Es wollte nie. Gut, er hat also ein paar Vaterkomplexe. Und gibt die deswegen an seine Kinder weiter. Lass mal lieber wieder zu, das quietscht komisch. Gut, das Horn packen wir an die Gazelle. Würde ich einfach mal behaupten. Geheimer Tunnel, geheimer Tresor. Okay, aber ich habe keinen Code. Asche zu Asche, Ruhe in Frieden, großer General. Äh, 1908. Aber links oder rechts? Also wenn das der Hinweis darauf ist, weiß ich nicht, ob links oder rechts. Haben wir hier irgendwie an der Urne einen Hinweis darauf? Irgendwo?
Mir fällt hier erstmal nichts auf. Und am Bild ist, das können wir uns ja gar nicht erst angucken. Was ist das? Achso, das ist die Pfeife. Hier irgendwas? Ich meine, wäre komisch, weil der Hinweis hier auf den General bezogen ist. Keine Ahnung. Wir probieren einfach mal 1908. Beschlossen, die Kombination stimmt nicht. Ja, ich war noch nicht fertig. Aber was heißt hier, die Kombination stimmt nicht? Ich muss ja erstmal irgendwo anfangen. Eins. Zwei. Drei. Du hast den Tresor geöffnet. Okay. Macht es anscheinend keinen Unterschied, wie rum. Oder ich habe zufällig richtig rumgemacht. Öffnen. Nee. Warum geht immer... Okay. Ich wollte gerade fragen, warum alles immer so schwer aufgeht. Zur Erzeugung des eisenzersetzenden Panzerfressers muss die beiliegende, vorbereitete chemische Mischung, ich habe sie Wilhelmswasser getauft, im Verhältnis 3:1 mit Salzsäure verbunden werden. 3/4 Wilhelmswasser auf 1/4 Salzsäure. Nur reine Salzsäure und das exakte Mischverhältnis resultieren in Panzerfressersäure. Sie wird alles verändern. Ja, und woher kriege ich das Wilhelmswasser? Ich kenne nur Königswasser. Ist das da mit gemeint? Dafür brauchen wir, was war das? Das war Salpetersäure gemischt mit irgendwas anderem. Wir haben hier Wilhelmswasser. Okay. Brauche ich Salzsäure nur noch. Aber Königswasser, war das nicht einfach gemischt Salpetersäure mit Salzsäure oder sowas? Hello? Der botanische Garten ist offen. Hilft uns das? Kriegen wir hier irgendwo Salzsäure her? Das Gärtnern überlässt du anderen. Doch nicht unbedingt Gärtnern. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ist ein schöner Garten hier, aber früher gab es eine Figur auf dem Springbrunnen. Ein bisschen klein, ne? Also für noch eine Figur obendrauf. Dann kommt vielleicht auf die Figur an. Hello? Irgendjemand da? Vater? Mutter? Der Geist von Johannes? Das ist ein Bild. Da kommen wir aber nicht hin. Eine Leiter. Brauchen wir die? Ich kann auf jeden Fall da drüber gehen. Schade, ich dachte, ich könnte mich da hinsneaken zu dem Bild. Über die Leiter. Das wäre ja zu schön gewesen. Geheimer Tunnel. Und man muss sterben. Keine Ahnung, ich will mich erstmal noch ein bisschen hier umsehen, bevor ich da durchgehe. Nicht, dass wir hier irgendetwas verpassen. Zum Beispiel das hier. Der Brunnen ist älter als das Haus. Als Kind dachtest du immer, dass sich unten in der Tiefe eine Hexe versteckt. Doch Mutter wollte nie, dass du hineinschaust. Nun weißt du ganz sicher, dass sich die alte Hexe im Brunnen versteckt. Wieso? Hast du deine Mutter reingeworfen? Oder? Wie ist das zu verstehen? Hello. Es werde Licht. Brief, Aufschwung. 3. März 1915. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Erforschungen und Produktion von Kampfmitteln haben unser Unternehmen endlich den lang erhofften Aufschwung gegeben. Wir haben die Zahl der für uns tätigen Chemikanten erhöht und weitere Fertigungsstellen eingerichtet. Ich denke, Ihr Herr Vater wäre sehr stolz gewesen, dass
sich nun gerade der Dienst für den Sieg des Vaterlandes als so lohnend erweist. Grubert, stellvertretender Direktor, Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Berlin. Ich sag mal, ein Wissenschaftler ist wertvoller als 1000 Soldaten im Krieg, ne? Wahrscheinlich als sogar noch mehr. Zumindest wenn der Wissenschaftler einiges von seinem Fach versteht. Das Gesicht der Statue sieht aus, als sei sie weggefressen worden. Ja, wahrscheinlich mit diesem Säure-Ding. Du hast die Erlösung in Händen. Den Schlüssel zu allem. Omega zwischen Rot und Blau. Das ist wahrscheinlich der Hinweis darauf, wo wir den Schlüssel finden. Ja, das habe ich auch schon so. Salzsäure. Zur Erzeugung von Salzsäure mische und erhitze Kochsalz und Schwefelsäure, bis es kocht. Oder war das Königswassermischung zwischen Schwefelsäure und Salzsäure? Ach, irgendwie hat man das Königswasser gemischt, ich weiß es auch nicht mehr. So eine extrem ätzende Säure. Ein Päckchen Salz. Sehr schön. Flasche. Auf dem Etikett steht Schwefelsäure. Flüssigkeit scheint sich sogar irgendwie wie eine Flüssigkeit zu verhalten, aber sehr merkwürdig. Erstmal getrunken. Ich glaube, dann brauchen wir hier aber auch nicht mehr weitermachen. Ja, Chemieunterricht. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Muss ich das jetzt regeln? Chemikalien mischen. Hat das funktioniert? Reicht das? Brauchen wir noch mehr? Okay, voll aufdrehen erstmal. Volle Pulle. Warten, bis es kocht und dann die Temperatur langsam zurückgehen lassen. Das ist auch so. Ich muss einfach nur so den perfekten Mittelpunkt finden. Nevermind. Ich dachte, das wäre komplizierter. Wir haben Salzsäure hergestellt. Yay. Ich glaube, Salzsäure ist aber eigentlich nicht blau. Ich glaube, die sind eigentlich alle farblos. Naja, Schwefelsäure vielleicht nicht, aber... So, 3/4 Wilhelmswasser, was jetzt hier drin ist, glaube ich. Und das hier zu einem Drittel. Also so ungefähr. Das Missverhältnis ist falsch, inwiefern? Oder muss ich das nur bis zu dem dritten Strich da auffüllen? So ungefähr. Und das andere hier bis zum... Alter. Das Mischverhältnis ist falsch. Ich kann da extrem schlecht ablesen, was da steht. Ich sehe... Eigentlich sehe ich 3 Striche. Das heißt für mich 1, 2, 3. Und hier 1. Das mache ich falsch. Vielleicht nicht ganz so voll das hier werden lassen. Vielleicht, das ist jetzt ziemlich genau auf dem Strich. Und das jetzt auch. Abgesehen davon, dass da auch immer noch ein Rest ist. Okay, man musste einfach nur sehr, sehr präzise das machen. Ja, nimm's mit. Ich glaube nicht, dass das jetzt so einen großen Unterschied macht, da da keine wirkliche Reaktion erfolgt beim Mischen der beiden Chemikalien. Also, wir haben ja nichts gesehen. Aber ja, wir tun einfach mal so.
Ist hier noch irgendwas? Ich meine, schön, dass wir es jetzt hergestellt haben, aber warum eigentlich? Was ist unser Plan? Wollen wir irgendetwas wegätzen? Was aus Eisen oder Stahl besteht? Ich meine, damit können wir bestimmt jetzt einige Türen öffnen. Aber das geht auch auf weniger extreme Weise. Können Sie einfach eintreten, das ist ein altes Haus. Dieses Bild. Oktober 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel- und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Also im Endeffekt, der Vater hat sein, wird das schon? Der Vater hat sein Meinungsbild geändert, nachdem seine Söhne gestorben sind. Patientin Magdalena von Schmidt, zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie, Melancholie ihrer Gattin, ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auslösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbildes empfehle ich eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Dr. Drisch, 11. Juni 1908. Hat wahrscheinlich mit dem Quecksilber zu tun. Kommen da vorne ja nicht durch aus irgendwelchen Gründen. Das können wir wegätzen. Wahrscheinlich. Aber ich will trotzdem noch einmal sicherstellen. Ach, hier ist jetzt alles abgeschlossen. Na egal, ganz außenrum gehe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, das macht gute Arbeit, aber es hätte die Tür wahrscheinlich auch belastet. Und den Boden. Und wahrscheinlich auch alles andere, was unten drunter wäre. Inklusive unserer Schuhe, wo wir jetzt einfach so da drüber laufen. Hello? Wir brauchen einen Schlüssel, einen Gefängnisschlüssel. Warum haben wir ein Gefängnis in unserem Keller? Was waren wir für eine Familie? Ich meine, es ist ja eine Sache, abgeschlossene Türen im Keller zu haben, aber das sind legit Gefängnistüren. Und hier ist alles abgeschlossen. Na, hier nicht. Hallo? Vater? Mutter? Ich bin da. Wer noch? Das musst du doch gehört haben. Das Gas lässt mich nicht klar denken. Ein Fenster stand offen und ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Ich darf mich durch diese Hirngespinste nicht mehr ablenken lassen. Es ist fast geschafft. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist ein Tor, ein Ausweg. Die ersten Tauben sind schon hindurch. The fuck? Du hast ein paar Tauben umgebracht. Schön. Zu welchem Sinn und Zweck? Vater? Tot, ja. Bin ein Haufen Tauben. Lass dich doch nicht ablenken, jetzt ist er wieder weg. Oh, Senfgas. Ich glaube, wir brauchen eine Gasmaske. Oder auch nicht mehr. Ich meine, wenn das jetzt wirklich Senfgas ist, sind wir tot. Das ist einfach, wir sind tot. Da braucht man auch gar nicht drum herum reden. Wir sind, ja, da gibt's keine Rettung mehr. Niemandsland. Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Wer läuft denn jetzt da lang? Kann ja nicht mehr die... Leidesmutter sein? Schmerzensmutter? Nee, das muss ja irgendwie anders sein. Der Peinvater.
Guten Morgen. Finde einen Weg übers Niemandsland und weiche dabei den Gaswolken aus. Okay. Wäre nicht eine Gasmaske oder so irgendwie von Vorteil? Holy shit. Holy shit. Welches überall Gas. Ich komme da doch gar nicht drum herum. Einfach schnell durch. Ich sehe nichts mehr. Was hört hier jetzt? Einfach schnell durch. Mund zu halten. Luft anhalten und einfach durch. Warum springen die überhaupt das Niemandsland weg? Hey! Na, wie ist so die Lage? François Fournier, Dijon, 20. Oktober 93. Den haben wir hier so. Otto Hülker, den haben wir auch gehört in der Botschafter, also in der, bei dem Telefonat. Chelejevo, Preußen, 3.11.88. Holy shit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hin sollen. Das sieht schon fast ein bisschen nach uns aus am Anfang. Hubert Otto. Rutscheid, 19.07.89. Den hat man, glaube ich, auch gehört. Ich kann entweder da hoch oder hier lang, aber ich glaube, hier ist überall Gas, also... Ja, dann wohl hier hoch. Noch irgendwo ein paar Tote. Hier irgendwo. Das war schon wieder mein OBS. Wunderbar. So, da sind wir wieder. Ja. Irgendwelche Toten hier noch? Oh, es geht wieder in den Graben. Das ist immer, wenn es zwei Wege gibt. Und alles erkunden, weiß aber nicht, wo lang. Ich meine, hier können wir auf jeden Fall erstmal was lesen. Und hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Die Puppe starrt dich mit stechendem Blick an. Karl Genon, Brest, 13.03.84. An Yvonne, auf Französisch. Meine liebste Yvonne, ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Hier ist es nicht so schlimm. Glaube nicht den Geschichten, die du hörst. Viel Lärm um nichts und bald ist es auch vorbei. Ich spiele immer unser Lied. Also bleib tapfer und ich bleibe es auch. Für unseren kleinen Lockenkopf. Küss sie von mir. In Liebe, dein Oscar. Was heißt hier, ist es nicht so schlimm? Als ob irgendwer sagen würde, es ist nicht so schlimm. Das sind doch die Leute, die doch überhaupt nicht an der Front waren. Die einzigen, die jetzt sagen würden. What the fuck? Figur. Ein Hahn aus Holz. Wahrscheinlich hat ein französischer Soldat die Figur geschnitzt. Ja gut, oder er hat das halt geschrieben, damit sie sich nicht so viel Sorgen macht. Das kann natürlich sein. Das würde ich als Erklärung akzeptieren. Erkennungsmarke. Oscar Hervé. Saumur. 3.11.88. Gasangriff auf Französisch. Meine Kameraden sind weg. Als das Gas von den Deutschen kam, haben sie sich die Masken vom Gesicht gerissen. Sie haben geschrien, als es ihnen die Lungen verätzt. Hat. Okay. Wie Schweine auf der Schlachtbank. Sie sind alle verreckt. Jetzt ist es, als wären sie nie da gewesen. Ich habe die Maske aufbehalten, aber ich kann kaum atmen. Gott, bitte hilf mir. Du hast wahrscheinlich nicht so viel Gas abbekommen. Den Glück gehabt dabei. Wie gesagt, das, also, ja, es ist ja schon das Masken. Das sind so Gras oder was sie gesagt haben. Warum kann man sich hier schon wieder verstecken? Diese Funktion war bisher noch überhaupt nicht nötig. Das macht mir aber Sorgen. Das heißt, man wird überrascht, wenn sie doch nötig wird. Das Lied von Crown auf Französisch.
Nach 8 kurzen Tagen ist der Urlaub nun um und wir kehren in unsere Gräben zurück. Unser Platz hier ist sehr wichtig, denn ohne uns wäre die Stellung verloren. Aber damit ist Schluss, wir haben genug. Niemand hier will mehr marschieren. Mit schwerem Herzen, ja, und unter Tränen winken wir zum Abschied denen in Zivil. Ohne Trommeln für uns und ohne Trompeten ziehen wir nach dort oben, ziehen mit gesenktem Haupt. Lebe wohl Leben, lebe wohl Liebe. Lebt wohl all ihr Frauen, es ist vorbei, für uns ist es vorbei. Dieser schändliche Krieg, dort in Kraun, auf dem Plateau, da sollen wir endlich sterben, weil sie uns dazu verdammt haben. Wir sind diejenigen, die sie opfern. Alter, warum? Bist du Masochist oder was? Mach mir echt um diese Versteckmöglichkeiten Sorgen. Wir zocken. Hallo? Warum gibt es da so von so viele? Warum? Lass das sein. Es ist wieder zu ruhig hier. Da müssen wir erstmal ein paar Bretter einschlagen. Lauf in Verstecke, um dich vor Feinden zu verstecken. Ich sehe keine Feinde. Mach mir doch keine Angst. Stampfen und Schreien auf Französisch. Ich höre das Geräusch, ein Stampfen und Schreien. Es wird jede Nacht schlimmer. Das ist nicht der Feind. Es kommt von unten, aus der Erde. Ha-ouvron. Hau das nicht kaputt. Was? Hi. Ich brauche deine Maske. Du brauchst sie offensichtlich nicht mehr. Gasschutzmaske 1917. Die Gasmaske verfügt über einen extra starken Filter, der auch den Maskenbrecherkomponenten deutscher Kampfstoffe widerstehen sollte. Sollte ist ja wunderbar. Guten Morgen! Ja, ist ja gut. Du hast Mundgeruch, Junge. Was ist dein Problem? Ich glaube, ich habe den Feind gefunden, vor dem ich mich verstecken will. Der hat auch Mundgeruch. Yay! Quick Time Events. Jesus. Ich nicht hier lang? Ich meine, warum sollte ich umdrehen? Ich kann doch auch einfach hier drüber klettern. Das wäre vielleicht schlauer. Hallo? Bist du noch da? Oder wo bist du hingeritten? Ich meine, so schnell wie der ist, wenn er jetzt auf einmal hier durchfährt, habe ich auch keine Chance. Was ist der Nachteil, diese Maske zu tragen? Ich sehe nichts. Aber das liegt an dem Gas, nicht an der Maske. Ich meine, so sieht man natürlich mehr, aber... Ja, ist es überhaupt schlau, dem Vieh jetzt zu folgen? Erkennungsmarke. Hugo Uwe. Hatten wir die schon? René?
19.07.89. Den hatten wir doch schon gerade, oder? Naja. Der halt zweimal da. War vielleicht sein Zwillingsbruder, der genauso benannt worden ist wie er. Ouvrant. Auf Französisch. Mein Kamerad, der kleine Ouvrant aus René, wird immer nervöser hier unten. Redet immer was von mehreren Pferden, die er zu hören glaubt. Bei Tageslicht klingt das wie Unsinn. Hirngespinste, aber hier unten ist ewige Nacht. Hier scheint das wahrer als der Traum von der Heimat. Ha, Navio. Das ist deine Erkennungsmarke, richtig? Ja. Paris, 23.04.97. Hier ist nichts, um sich zu verstecken. Gräben. Gräben. Noch irgendwas? Wo sind wir überhaupt hergekommen? Unser Charakter sollte das echt mal in Frage stellen. So, wo sind wir hergekommen? Daran sieht man doch, dass das hier alles nur Teil seiner Fantasie ist. Es ist also doch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde. Der frisch gebackene Leutnant. Vater hat es gestanden, als ich in Berlin war. Er hat Kontakte in der Heeresleitung spielen lassen. Ja, aber warum? Das verstehe ich noch nicht. Nur damit er in der gleichen Kompanie landet wie sein Bruder, damit sein Bruder auf ihn aufpassen kann? Das ist doch merkwürdig. Und das ist nur, weil man doch zu einem Leutnant wird, heißt doch nicht, dass man automatisch in die gleiche Kompanie kommt. Ich glaube, es wurden an mehreren Kompanies Leutnants gesucht, nicht nur an einer. Ich meine, klar, da kann man dann auch noch seine Kontakte spielen lassen, noch zusätzlich. Aber dann ist doch diese, ihn zu befördern, ist doch Schwachsinn. Wir kennen wahrscheinlich nicht die ganze Situation. Aber warten wir mal ab. Selbstmordstiege. Klar. Unser Ziel. Kopf runter. So wie immer. Whoop. Gas? Gott. Ei. Schrecklich. Welche grausamen Missgeburten will der Feind doch auf euch hetzen? Tod und du lebst, das ist alles, was zählt. Aber warum wird das hier so dicht? Ich sehe fast gar nichts mehr, ey. Die Maske beschlägt nach einer Zeit. Oder ist das nicht beschlagen? Ich sehe fast gar nichts mehr hier, ey. Doch, die beschlägt immer weiter. Ja, hier ist aber alles voller Gas. Franz Fromm, Dahlen, Westerburg, 20.10.93. Es wird echt immer schlimmer. Oder? Bilde ich mir das ein? Aber wie gesagt, wie dem auch sei, ich sehe so oder so nichts und ich kann hier nicht ohne Maske rumrennen. Kölner Allee, wunderbar. Können wir sie hier absetzen? Nein, natürlich nicht. Also ohne dieses Weiße am Rand wäre die Maske ja halb so schlimm. Ich hoffe, mit dieser Maske wird keine Verfolgungsjagd stattfinden, weil das wird mein Ende. Meine Güte.
Aber wenn ich sie jetzt wieder aufsetze. Nee, sie beschlägt echt von innen. Das dauert eine Zeit, bis sie wieder frei ist. Hello. Kommando Bunker 61. Das ist auf der Seite, außer... Ja, da können wir halt nicht durch wegen dem Stacheldraht. Dann wird da auch nichts sein. Lass mich raten, das Vieh lebt. Irgendeins von diesen Viechern steht eh gleich auf. Wenn du es nicht bist, dann ist es einer deiner Kollegen. Jesus! Mich kriegt ihr nicht hier! Ist das der, den wir... Ja, es... Ich bringe das Morphium! Ja! Wo hast du dich die ganze Zeit herumgetrieben? Ach, das ist eine lange Geschichte. Hä? Hat es dir die Sprache verschlagen? Ja, wenn du auf mich schießt? Jesus! Bleib, wo du bist, du verdammter Verräter! Kameradenschwein! Hätte ahnen müssen, dass dir nicht zu trauen ist. Ich hab dir das Morphium mitgebracht! Ah, davon willst du wohl nicht wissen, hä? Ich wünschte wirklich, ich könnte dir so einfach trauen. Aber ich darf meine Mission nicht gefährden. Ja, dann lass mich dir Medizin verabreichen. What the fuck? Sprengstoffdepot. Und dann bring mir einen Beweis, dass ich dir trauen kann. Ist das nicht schon Beweis genug? Mit dem Feind machst, dass ich diesen verdammten Kampf nicht alleine kämpfen muss. Wenn, dann hast du sowieso schon verloren, wenn du alleine bist. Was mache ich hier? Erstmal Zettel. Das Sprengstofflager. Der Nachschub an Geschossen und Munition ist unterbrochen. So sind wir fast wehrlos. Hat man uns hier draußen vergessen? Nach einer Bestandsaufnahme in allen Gräben und Unterständen habe ich alles, was uns an Sprengstoff und Munition verbleibt, im neuen Munitionslager gesichert. Nun muss ich nur dafür sorgen, dass hier in der Nähe niemand leichtsinnig herumzündelt. Feldwebel Brauer. Der Eingang zum Munitionsdepot ist verschlossen. Vielleicht kannst du einen Weg hineinfinden. Rauchen verboten. Das will ich aber auch meinen. Ich meine, wir könnten es aufsprengen, ne? Der Duft von nassem Schwarzpulver brennt in deiner Nase. Leider sind die leeren Hülsen nutzlos. Was ist denn mit der Kiste hier vorne? Ist hier was drin vielleicht? Mach die doch mal offen. Die Kanonen sind nicht geladen, ja. Hier ist genau das gleiche, ne? Ja. Und die Kanone ist wahrscheinlich auch nicht geladen, ne? Das Geschütz ist nicht geladen. Okay. Dann... Weiß ich auch nicht. Wir müssten das Ding erstmal umdrehen da drauf. Aber wenn wir darauf schießen, wird wahrscheinlich auch das ganze Ding in die Luft fliegen. I don't know. Noch mehr leere Hülsen. Genau das gleiche. Und hier wahrscheinlich auch nicht geladen. Nicht geladen, verdammt. Weiß auch nicht, worauf du schießen willst, aber ja. Irgendwas hier? Wofür ist diese Nische? Zum Versteck? Wahrscheinlich zum Verstecken. Ah. Hier kommen wir auch nirgendwo weiter. Dann gehen wir wohl mal hier rein. Gehen wir hier runter? Aua. Antwort ist ja. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neuen Giftgasmischungen gegen die Franzosen eingesetzt.
Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine in ihren Gräben krepieren lassen. Wie er sich gefreut hat. Sieht er nicht, dass wir die ganze Welt gegen uns haben? Will er sie alle vernichten, statt sich geschlagen zu geben? Okay. Anscheinend waren wir ein wenig brutal. Vorausgesetzt, wir sind denn der Leutnant. Aber ich, also von dem, was ich bisher von der Story mitbekommen habe, gehe ich stark davon aus. Aber ja, Grünschnabel halt. Hat keine Ahnung. Es war ein Fehler, ihn in diese Position zu setzen. Warum macht... Gas? Haben wir Gas abgedreht? Sieht so aus. Oh, eine Gasmaske. Leiter. Ist hier sonst nichts? Ein Schreibtisch mit keiner Notiz, ehrlich? Sehr wunderlich. Hello? Aua! Ist mir auf den Kopf gefallen. Telefon! Ich bin es. Ich habe die Kommunikation wiederhergestellt. Sehr gut. Was? Ja, hast du. Ich wollte dir Morphium bringen. Ich habe eine schreckliche Kreatur am Bunker vorbeistürmen sehen. Oh Mann. Ich könnte jetzt in deiner Nähe sein. Danke, dann sollten wir vielleicht leise sein. Schalt das Gas zu an. Inwiefern? Ich nehme die Gasleitungen ab und versuche die Kreatur so ins Munitionsdepot zu locken. Okay. Und dann in die Luft springen? Finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass wir uns jetzt hier durch die Gegend schleichen müssen. Ja. Nein, da vorne ist ja schon Gas. Es gibt echt Verfolgungsjagden mit der... fucking Gasmaske. Ich hasse es. Ich werde hier so häufig sterben. Na toll. Frage ist nur, wann sie kommt. Ich sollte mir auf jeden Fall diese Unterschlüpfe merken. Jesus. Warum ist da eigentlich noch Text links an der Seite? Die andere Frage ist, wann kann ich denn hier raus? Also patrouilliert die jetzt hier wirklich? Das sieht so aus, ne? Hier Text an der Seite. Das ist ein bisschen nervig. Kommt die hier lang? Das hört sich eher so an, als wäre die hinter mir. Christ, da muss ich wahrscheinlich lang.
Ich meine, ich kann auch hier lang, aber... Jetzt kommt sie bei meinem Glück wahrscheinlich gleich von da. Kann ich mich auch in solchen Nischen verstecken? Da ist Gas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wo ich hin soll. Was haben wir denn hier? Noch eine Gas... Noch eine Gasmaske? Warum noch eine Gasmaske? Funkbefehl Giftgas. Diensthabender Funker, Unteroffizier Johannes von Schmidt. Datum 11. August 1917. Achtung, streng vertraulicher Order an den diensthabenden Offizier. Um schnellere Erfolge zu erzielen, sind in den folgenden Wochen wieder verstärkt Grünkreuzgranaten, in Klammern Lungenkampfstoff, mit den nun verbesserten Blaukreuznasen und Rachenkampfstoffen kombiniert, gegen feindliche Truppen einzusetzen. Die Blaukreuzkomponente wirkt als Maskenbrecher, da sie einfache Filter der Masken durchdringen kann. Atemnot zwingt den Feind zum Entfernen der Maske. Darauf folgend tut der Lungenkampfstoff sein Übriges. OHL. Gasmaske, nutzlos. Der Filter der Gasmaske ist verklebt mit beißend riechenden Chemikalien. Ja, wir haben ja auch eine. Wir brauchen ja keine. Ich bin gerade ziemlich weit weg von dem Vieh. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es hier gleich irgendwo aus der Wand bricht. Aber ich weiß auch nicht, was mein Ziel ist. Also ja, das Gas abzudrehen, aber wo und wie? Hier vielleicht. Oh, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite von diesem Zaun. Das ist gut. Abgedreht. Kann ich das jetzt hier öffnen? Sehr gut. Und jetzt? Lauf! Lauf! Dreh dich doch nicht um! Lauf einfach! Plan hat funktioniert. Ich glaube, das Vieh lebt nicht mehr. Und jetzt? Telefon. Da kommen wir irgendwie nicht mehr rein. Ja. Explosion. Explosionsgefahr. Rauchen verboten. Haben wir gemerkt. Hello? Noch irgendwas hier am Leben? Ich meine, ich bezweifle es stark, aber... ja... Ich glaube, es ist tot. Kopf der Kreatur, deine Trophäe erfüllt dich mit Stolz. Als ob du dir die Kraft der Kreatur zu eigen machst. Hast du jetzt auch drei Köpfe? Ja, klar. Nimm's einfach mal mit. Dann wissen wir wenigstens, dass es tot ist. Okay, sollen wir jetzt wieder da zurück zum Chefe? Chefe, der uns abschießt. Jetzt hoffentlich nicht mehr, nachdem er die Explosion gehört hat. Oder vielleicht gerade deswegen. Ja, du hast das Munitionslager in die Luft gesprengt. Was fällt dir nur ein? Vielleicht sollte ich die doch da reinlocken. Ja, damit wir sie erschießen können, nicht das ganze Ding in die Luft sprengen. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so eine Unlogik. Stehen bleiben! Ich habe die Erschütterung bis hier gespürt. Was ist passiert? Hast du die Geschütze befreit? Beweis es mir! Wie?
bitte nicht schießen? Wo bist du überhaupt? Hello? Ich müsste auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, weiß ich nicht. Ich schieße nicht schlecht für einen Blinden, was? Ah, oh, meine Augen. Ich hab dir Morphium Schmerz mitgebracht. Noch. Aber ich sehe jetzt schon viel klarer. Viel klarer. Ich weiß, dass du auch die Missgeburt, die mir das angetan hat, vernichtet hast. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen, Kamerad. Auch wenn du mir keine Medizin gebracht hast. Aber... Es ist doch mit da reingefallen. Ich weiß mir selbst zu helfen. Hier eine Seuche macht sich der Feind im Landesinneren breit. Sogar in unsere eigenen Reihen ist er vorgedrungen. Bis in die Heimat. Ich muss die Stellung hier halten. Es liegt also an dir. Wenn du dem Eisenbahntunnel im Osten folgst, gelangst du zu einer Munitionsfabrik. Sie haben unseren Nachschub an Kriegsmaterial gekappt. Etwas hat die Produktion unterbrochen. Es gibt Gerüchte über einen Saboteur. Einen Feind in unseren eigenen Reihen. Das könnte vielleicht mein Vater sein. Es wird bald dunkler werden. Wenn du die Maschinen wieder zum Laufen bringst. Magnetlampe, Taschenlampe ohne Batterie, immer bereit. Die Lampe ist um den Hals zu tragen. Durch den mehrfachen Zug der Antriebskette, die sich automatisch wieder aufrollt, wird die Magnetlampe zum Leuchten gebracht. Vorsicht, nach mehreren Betätigen der Antriebskette kann die Lampe ausfallen. Und der Schlüssel für die östliche Bunkertür. Okay. Werden wir genug Sprengkraft haben, um den Krieg für uns zu entscheiden? Ganz so, wie du es eben gemacht hast. Ich zähle auf dich. Du bin hier nicht schon drin? Bist unsere einzige Hoffnung, hier herauszukommen. Wir sitzen hier schon viel zu lange fest. Ah, ja gut, dann, keine Ahnung, ich glaube, die Texte hatten wir schon, ne? Ja. Osten? Osten ist in diese Richtung hier. Aber, das werden wir in der nächsten Folge machen. Denn hier machen wir erstmal wieder Pause. Gut. Spielbereich neu starten? Nein, zurück zum Hauptmenü. Ja. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Ad Infinitum. Bis dahin. Bye bye.